Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei God of War mit einem stinkigen Drachen. So, in der letzten Folge haben wir uns ja schon zwei von den drei benötigten Schlüsseln für dieses Tor besorgt. Und jetzt werden wir uns in Richtung des dritten Schlüssels begeben, um dann letztendlich die Rüstung des Zwergenkönigs bzw. deren Bestandteile zu beschaffen. So. Okay, ich hole mal kurz unsere Axt wieder. So, hätte trotzdem gerne die. Na komm, den knacken wir mal auf. So, wie eine Pistazie, schön geknackt. Dann können wir auch weitermachen. Denn das ist ein Tor. Und hier, ach du Heilige, guten Tag. Hier sind doch irgendwo ein paar... Ja, ich weiß. Ich habe hier nur sehr wenig Platz, mich zu bewegen. Komme ich hier irgendwie rein? Ja, komme ich. Aua, 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 aua. Komm mal ran hier. Oh, aber doch nicht so schnell. Bitte was? Was war denn das? Bist du etwas sauer? So, jetzt aber. Okay, erst Geschichte. Müssen wir uns nur noch um den Spacken da oben kümmern. Oder ist er auch weg? Ah ne, er ist auch weg. Interessant. Ja, Heilung. Was heißt denn hier kaum zu glauben? Natürlich schaffen wir sowas. Na gut. Jetzt war da hinten... Ja, ist ja gut. Jetzt war da hinten ja dieses eine Tor, ne? Kann ich da überhaupt was machen oder wird das nur von der... Ah, das wird von der anderen Seite. Okay, ich wollte nochmal Wegecheck machen. Nicht, dass wir da irgendwie was verrallen. Na gut, denn. Hier sind wir auf jeden Fall richtig. Hier ist eine Brücke. Zu was genau? Zu nix. Aus einer schönen Landschaft, aber sonst. Ist ein cooles Gebiet hier, ne? Gefällt mir irgendwie. Arme Drachekin müssen wir auch noch befreien da hinten. Ich hoffe, das wird nicht so ein Akt wie die letzten Male. Aber wahrscheinlich schon, wenn nicht sogar noch mehr Akt als die letzten Male. Und? Ach, okay. Naja. Naja, gut. Dankend genommen, aber jetzt nicht übermäßig überrascht. Eine Abkürzung. Wir werden aber nicht darunter gehen. Nein, wir werden hier oben bleiben. Und weiter diesem Weg folgen. Guck mal, da haben wir doch schon wieder was. Da hinten sind wir rüber. Ah, dann können wir auch hier lang. Von da kommen wir, glaube ich. Ja, ein armer kleiner Drache. Wir werden dich befreien. Was macht er da? Was hast du getan? Meister im Umwege laufen oder was? Oh weia. Da ist er. Oder sie? Sind das Männchen oder Weibchen?
Ich weiß es nicht. Man kann es herausfinden. Keine schöne Angelegenheit. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das kann was geben, das kann was geben. Ich sehe uns schon wieder als Brathähnchen tot auf dem Boden liegen. Wir müssen drei Schreine finden. Oder drei Siegel. Atreus, du bist aber echt mutig. Soll ich das noch einmal abwarten, bis der Kollege... Oh, guckst du so böse. Ich will dich ja befreien. Du musst uns aber mal hier... Scheißen Dreck. Habe ich den Schrein jetzt nebenbei schon zerstört oder nicht? So. Sind ja noch mehr? Boah, wow, was war das? Hier sind doch noch mehr. Ah, Tatsache. Ich habe ein bisschen Sorgen um den Drachen im Hintergrund, der uns natürlich jederzeit flambieren kann. Der Schrein ist down, oder? Dankeschön. Sehr nett. Und er flambiert uns auch gerade. Du Heilige, was ist denn hier los? Ich muss mal notgedrungen die Rage zünden. So. Hier ist noch irgendwo einer, da oben. So. Alter Schwede. Oh nein. So ein Mist. Naja, okay. Jetzt muss ich mich erstmal ein bisschen umgucken. Ich will den Kampf auf jeden Fall nicht nochmal machen müssen. Diesen Kampf will ich nicht nochmal machen müssen. Und hier sind wir wieder zurück, oder? Ja, genau. Das ist das Tor, wo wir eben waren. Na gut. Da werden wir bestimmt runterkommen. Wie machen wir das denn? Nö. So auf jeden Fall nicht. Na gut, na gut, na gut. Wir haben jetzt ein so ein Dingens hier. Ach so, wir haben eins da oben und eins da. Aber wie kommen wir denn an das da ran? Ja, wir müssen jetzt noch das da irgendwie erledigen. Kann ich das vielleicht so machen? Hm. Nö. Ach so, warte mal, vielleicht von oben da rein. Vielleicht geht das ja. Das sieht auch nicht danach aus.
Aber vielleicht, wenn wir die Axt da so reinboxen und dann von unten die wieder zurückholen. Nö. Ah, warte mal. Hier können wir... Wir können uns hier diesen Kristall nehmen. Und wir können diesen Kristall... Aber nicht... Das bringt nichts, oder? Nee. Tja, was können wir denn damit machen? Den anderen haben wir auch mit, ne? Und hier ist auf jeden Fall noch ein Schrein. Den anderen Schrein habe ich... Lässt sie gerne. Ja, ich komme mir immer noch richtig vor. Den anderen Schrein haben wir noch gar nicht zerstört, oder? Atreus, folge mir. Tut mir leid, ich war abgelenkt. Macht nichts. Na gut, vielleicht müssen wir auch einfach nur erstmal den Drachen befreien, also nur, bevor wir dann da hinten weiterkommen. Aber wie? Zwei von den drei Schreien haben wir jetzt entdeckt. Wo ist der dritte? Genau. Wir müssen jetzt noch den dritten finden. Ja, hier ja wahrscheinlich nicht, ne? Der wird ja schon irgendwo da hinten sein. Ich gehe jetzt nochmal rum und nehme dann die Tür. Genau diese hier. Irgendwas müssen wir auch mit diesem Kristall hier machen können. Ah. Okay. Sehr angenehm. Genau wie dieses Leben. Na gut, dann sind wir doch schon ein Stückchen weiter gekommen. Ist er schon down? Auftrag abgeschlossen, Wurmvernichter. Oh, geil. Mal so ein Vorbeigehen, cool. Eine Nebenquest erfüllt. Haben wir hier praktischerweise schon den Schrein? Nein, haben wir nicht. Irgendwas ist da oben, aber da kommen wir noch nicht hin. Das heißt, wir müssen hier wahrscheinlich reingehen. Na gut. Vorsicht, Vorsicht, hier kann überall Gefahr lauern. Obwohl es gerade sehr ruhig ist. Ah, guck mal. Junge. Ja, Vater. Hey. Warte, das muss ich mal lesen. Mach das. Neues Wissen. The Otre für Veldergard wurde Regin zum großen Wächter von Konungsgard ernannt. Obwohl er von Zeit zu Zeit gegen seine Fesseln ankämpft, erfüllt ihn seine Aufgabe mit Stolz. Sein donnernder Atem, obgleich höchst gefährlich, ist nur seine Art, diesen Stolz auszudrücken. Ja, Spinner. Bei der wöchentlichen Instandhaltung der Drachenschreine ist jedoch Vorsicht geboten. Regin wird seinen Atem ausstoßen. Dies ist nicht als Angriff zu verstehen, sondern lediglich ein kecker Zeitvertreib für ihn. Dennoch muss der Bereich sofort verlassen werden, da der Atem tödlich ist.
Die Gerüchte, dass Regens Gegenwart die Dunkelalben von Alfheim anlocke, sind reiner Humbug. König Mozognir wird uns vor allen Bestien schützen, so wie er uns wieder und wie er es wieder und wieder getan hat. Genau. Ich glaube kein Wort davon. Und genau das ist nämlich auch der Fall. Der verkauft hier den Drachen als als kecker Zeitvertreib, so was zum Teufel. Naja, wechseln Sie die Kampf in eine kurze Pause, Chaosklingenangriff R1 für eine schnelle Abfolge von Nahkampfangriffen. Kann ich das nicht lernen? Doch. Wird natürlich gekauft. R1 gedrückt, um eine elementare Energiewelle in die Kette. Ah. Okay. R2 gedrückt halten, Brandschaden. Nice. Erhöht das Ausmaß und den Schaden der Explosion. Nehme ich mit. Sperr des Chaos-Attacke. Feuerexplosion und Brandschaden. Cool. R2 gedrückt, ein Chaos-Kling noch mehr aufzuladen. Einen mächtigen. Okay, also R2 gedrückt halten. Geil. Und das war's. Coole Sache, das. Es ist so verdammt ruhig gerade hier. Auffällig ruhig. Oh. Direkt hinter dir. Oh, 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 das wird hart. Das wird verdammt hart, ich sage es euch. Na komm wieder runter. So viel zum Thema, es lockt die Dunkelalben an, ne? Aber ich sehe den Stein, ich sehe den Stein. Und ich sehe den Schrein, den letzten. Der Drache ist schon mal frei, glaube ich. Oh, falsche Taste. Alter Schwede. Wow. Ich brauche Heilung. Nein, gar nichts ist in Ordnung. Überhaupt nichts ist in Ordnung. Und ich habe auch keinen. Wow. Eieiei. Scheiße. Nein. Hallo X. So. Oh weia, ey, der ist heftig. Wenn ich die Tatzelwürmer da schneller wegkriege, vielleicht klappt es dann. Wow, wo bin ich denn jetzt? Jetzt habe ich auch nicht mehr den Vorteil der Rage, weil die komplett weg ist. Oh Mann, diese beknackten Viecher hier. Hoffentlich droppt der ein bisschen Gesundheit.
Oh nein! Scheißdreck. Ja, ja, ja. Puh, ich seh nix, Scheiß Tatzelwurm. Jetzt. Du bewegst dich sehr langsam. Ach, halt doch die Klappe. Danke, danke, danke. Oh, 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 das. Oh, wir haben es geschafft, Knapper Kampf, das war echt richtig knapp. Dunkelalbfürst, wenn wir ihn einfrieren oder schwächen, kann er sich nicht erholen, wenn er geschleudert oder aus Luftangriffen geholt wird. Einfrieren wäre natürlich auch ein super Tipp gewesen vorher. Mit der Axt dann, aber naja. Okay, gut. Das heißt, wir müssen jetzt nochmal den letzten Schrein haben wir gekillt, ne? Das heißt, wir haben hier noch den letzten Stein. Zack. Warum wollte der Zwergenkönig diese Rüstung so dringend? Was ist besonders an ihr? Um die Dweggradiker ranken sich viele Legenden. Eine verdächtige Anzahl sogar. Was es schwierig macht, etwas Genaueres zu dieser Rüstung zu erfahren. Doch ein Gerücht, das man immer wieder hört, ist, dass die Rüstung ultimativen Schutz bietet. Eine nützliche Eigenschaft für einen unbeliebten König. Dennoch ist dieses geplagte Land alles, was von ihm bleibt. Deshalb darf man Legenden nicht trauen, Junge. Auf dich selbst, deine Augen, deine Instinkte. Vertrauen in Legenden ist ein Glücksspiel. Es zahlt sich selten aus. Wenn du es sagst. Genau, und mit diesen Worten werden wir die Folge jetzt beenden und in der nächsten den Drachen befreien und die Festung betreten, deren Namen ich gerade nicht aussprechen kann. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da oder ein Abo. Ne, das freut mich immer. Ansonsten sehen wir uns, ich denke mal, morgen wieder in der nächsten Folge God of War. Bis dahin, habt noch einen schönen Tag, macht es gut und bye bye.